Bandidos, Revolte, Massenüberlauf der Rocker zu den Hells Angels. Es könnte total beschissen sein und wir brechen ab, oder es könnte ganz interessant sein, Chat. Aber ich finde organisierte Kriminalität eigentlich immer ziemlich faszinierend, also warum nicht? Let's go! Nördlich von Madrid am Samstag. Europaweites Treffen der Bandidos. Für die Polizei gehören die Biker zur organisierten Kriminalität. Die Fiesta Schönes Gebäude. Ist ein Krisengipfel. Irgendwo in Deutschland irgendwo. Sind Bandidos zu den Feinden der Hells Angels übergelaufen. Ganz schlechte Nachrichten für den Europapräsidenten, ein Däne mit dem Spitznamen Kock. Hallo. Hallo, ich bin Klaas vom deutschen Fernsehen. Film ist hier nicht möglich. Ist es möglich, mit eurem Präsidenten Kock über die Ereignisse in Deutschland zu sprechen? Wir machen einen Bericht über die aktuellen Ereignisse. Können wir mit Kock sprechen? No? Seit einer Woche kursiert in der Szene. Die sehen nicht so aus, als wenn die kommunikativ sind, Chat. Nur so nebenbei. Und nach dem Kock zu fragen, ist auch super weird. Ein Foto, das die abtrünnigen Bandidos zusammen mit Hells Angels zeigen soll. Ihr dürft ja keine Bilder machen. Sorry, we thought it's possible. Aber es ist doch besser, mit euch zu sprechen, als über euch. Tschüss. See you. Nachfragen unerwünscht. Rocker reden weder mit der Polizei noch mit Medien. Ausnahmen bestätigen die Regel. Bandidos gegen Hells Angels und alle gegen den Staat. Jahrelang hält der Krieg die Ermittler in Atem. Gewalt dominiert. Was ist denn mit dir, Junge? Hast du irgendwas nicht verstanden oder was? Was fümmelst du die ganzen Sachen hier? Was das scheiß Ding aus? Der Fat Mexican. Oh, Dude, der kommt schon vermummt raus, Chat, Alter. Der haut dir auf die Schnauze. Was das scheiß Ding aus? Haben Sie das verstanden? Wir möchten das nicht. Meldet euch bei den Herren mal. Hau ab mit der Kamera, schlag ich nicht. Hast du irgendwas nicht verstanden? Rocker erschießen Rocker. Gegner werden aus dem Weg geräumt. Es gilt das Gesetz der Straße. Nur der Stärkste überlebt. Bro, die killen die? Wer aussteigt, lebt gefährlich. In den Augen der Gangs alles Verräter. In Berlin stirbt ein Ex-Hells Angel im Kugelhagel. Er wollte zu den Bandidos wechseln. Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung. Gut, dann ist das passiert, dann trägt man ihm die Verantwortung, macht sie gerade, sitzt das ab und weiter geht's. Dann der Frieden zu Hannover. Auf beiden Seiten die Anführer. Frank Hanebutt für die Hells Angels und für die Bandidos Peter Maciolek hier links und daneben Leslav Leshause. Sie sehen alle irgendwie gleich aus, Jungs. No hate, man. Brauche ich eine Glatze, um da mitzumachen? Die Rocker teilen Deutschland auf, stecken Einflussgebiete ab. In den folgenden Jahren... Glück gehabt, würde ich sagen, Chat, ne? Glück gehabt. Glück gehabt, Chat. Meine Genetik hat mich dazu bestimmt, beim Motorradclub mitzumachen. Beruhigt sich die Szene. Auseinandersetzungen gibt es vor allem innerhalb der Gangs. Ja, ganz blöde Frage. Hast du einen Motorradführerschein? Du? Ich habe einen Motorradführerschein. Aber ich bin schon lange nicht mehr gefahren. Seit ungefähr 2 Jahren oder 3 Jahren jetzt. Okay, erklär mir eine Sache. Warum hast du den Motorradführerschein? Also wenn du einen Motorradführerschein hast, ich sehe ja, dass weniger Leute den Motorradführerschein haben, als beispielsweise mit einem Auto. Ich gehe mal davon aus, jeder von euch hat einen Autoführerschein. Ich habe den früher nur gemacht, Chat, weil meine Eltern mir gesagt haben, Daniel, wenn du bis 18 nicht rauchst, also Tabak rauchst, dann bezahlen wir den Führerschein. Und das habe ich durchgezogen, Chat. Bis heute. Und deswegen habe ich beide Führerscheine. Weil meine Eltern haben mir so ein Angebot gemacht, wenn ihr versteht, was ich meine. Immer wieder verbietet der Staat einzelne Clubs, dann sogar ihre Symbole. Keine Aufnäher, gute Eltern. Keine Patches, danke Mama, mehr danke auf Papa. Den Kutten. Liebe euch. Vor ein paar Tagen im Internet kursiert ein Video. Hells Angels bei einer Veranstaltung. Irgendwo in NRW. Mhm. Affe! Affe! Einer ruft Affa. Es steht für Angels Forever, Forever Angels. Affe! Affe! Auf derselben. Warum ist da oben ein roter Punkt, ein weißer Punkt, eine 61, eine 42, eine 24, eine 81? Danke für das Vertrauen, ich verstehe das nicht. Ist das ein Datum? Es sieht nicht aus wie ein Datum. Ist es irgend so ein Code, ne? Veranstaltung wird dieses Foto aufgenommen. Es soll, so sagen es Informanten der Szene, auch übergelaufene Bandidos zeigen. Wir treffen einen, der das Milieu seit Jahren beobachtet, selbst als Hells Angel bei einem Mord dabei war und später als Kronzeuge auspackt. Er lebt nach seiner Haftentlassung an einem unbekannten Ort.
Sein Name Kasra Zargaran. Das ist eine Machtdemonstration nach außen, eine ganz klare Botschaft. Wir sind hier, wir sind die Mannschaft auf dem Foto. Deswegen zeigt sich auch jeder Protagonist oder Beteiligte an diesem Übertritt jetzt ganz klar in dem Kontext auch mit offenem Visier, also mit freiem Gesicht, ungepixelt, um zu sagen, ich gehöre dazu, ich bin einer von denen, der übergelaufen ist. Funny. Über die Zahl der übergetretenen Bandidos kursieren unterschiedliche Angaben in der Biker-Szene. Natürlich habe ich auch hier unter meine... Niemand steht hinter mir, Chat. Und die Infos, die aktuell mir so vorliegen, sind ganz klar. Es gab einen großen Übertritt. Man sprach ja jetzt in den letzten Tagen ja auch von 300. Es sind auf jeden Fall keine 300, es sind aktuell plus minus 100. Gleichzeitig sollen die Bandidos-Bosse Peter Maciolek und Les Hause den Club verlassen haben. Mhm. Beide bezeichneten sich in einem Buch als ziemlich böse Freunde. Vor ein paar Jahren erklärten sie noch im Spiegel-TV-Interview ihre Sicht auf Club, Ideale und Gangster. Es gibt bestimmt Einzelpersonen, die kriminell sind und die auch Klamotten machen in der Art. Aber das wird ja von der Presse, wird dann alles in einen Topf geschmissen und alle sind kriminell. Und die kriminell sind, die müssen dafür gerade stehen. Da können wir nichts machen als Bandit. Wenn man 600, 500 Leute in Deutschland ist... Ich meine, der Club heißt Banditos. Wisst ihr, was ich meine? Und ihr wollt mir erzählen, dass keine Banditen im Bandidos sind? Vielleicht bin ich naiv, Jet. Kann ich jeden unter Kontrolle haben. Man kann nicht auf jeden aufpassen, was er macht. Wenn einer ein kriminelles Geschäft macht, da kann ich auch nicht über alles wissen. Das ist einfach so. Das ist in der Politik überall gibt es schwarze Schafe. Und wir versuchen das auszusortieren. Les Hause sitzt übrigens aktuell für 2 Jahre im Knast. Er soll angeblich auch zu den Hells Angels gewechselt sein. Peter Maciolek muss demnächst für 2 Jahre ins Gefängnis, wegen illegalen Waffenbesitzes. Am Telefon sagte er, mein Kopf ist gefickt, ich bin ausgetreten. Das könnt ihr veröffentlichen. Das LKA Nordrhein-Westfalen will sich nicht vor der Kamera zu den Vorgängen äußern. Schriftlich heißt es, dass auch Führungspersonen gewechselt seien. Nachfrage warum? Bei einem, der jahrelang in Berlin als LKA-Beamter gegen Rocker, Clans und andere Strukturen der organisierten Kriminalität ermittelte. Die Hells Angels stärken sich gegenüber anderen kriminellen Gruppen, die in Nordrhein-Westfalen besonders aktiv sind. Das sind einmal kriminelle türkisch-arabische Clans, die in Nordrhein-Westfalen groß dabei sind. Aber in Nordrhein-Westfalen drängt... Bro, seine Augen sehen irgendwie nicht echt aus. Ich sag's euch, Chat, sieht aus wie eine Puppenaugen. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie so Glasaugen oder so. Das liegt vermutlich an dem Farbfilter, der da drüber liegt. Aber irgendwie sind die Augen seltsam. Auch die... Oder sie sind übertrieben stahlblau so, wisst ihr? Mafia aus den Niederlanden immer weiter nach vorne. Derzeit wird Nordrhein-Westfalen von der Mokro-Mafia heimgesucht. Das Köln-Shit. Anfang Juli dringt nach einem Tipp aus dem Milieu die Polizei in ein Einfamilienhaus im Kölner Eibenweg ein. Im Einsatzprotokoll heißt es dazu, wir sind mit unserem gepanzerten Fahrzeug vorgefahren, haben in die oberen Fenster Irritationskörper geschossen und zugleich die Terrassentür gesprengt. Okay. Polizeibilder nach dem Einsatz. Im Keller des Hauses hatten mehrere Täter einen Mann und eine Frau verprügelt. Bro. Alles wird gefilmt. Das Video kursiert im Milieu. Die Ermittler nehmen 5 Männer fest. Einen Iraker, 2 Syrer und einen Deutsch-Marokkaner. Teilweise schwer bewaffnet. Die Männer hatten ihre Opfer, die dem Clan-Milieu zugerechnet werden, bei einem angeblichen Drogengeschäft in eine Falle gelockt. Hintergrund der Auseinandersetzungen ist... Bro, Mann, Alter, mach ein Video mit 60 FPS. Jede Art von Kameraschwenkung lässt mich halb kotzen. Mein Gott, Alter. Das Video kam wann raus? Vor 5 Tagen oder was auch immer. Ein Drogendeal. Es geht um ein Lager der Mokro-Mafia und 700 Kilogramm Cannabis. 700 Kilogramm Cannabis. Von diesen 700 Kilo sind dann schlussendlich 300 spurlos verschwunden, 300 Kilogramm. Und wir gehen jetzt davon aus, dass Beteiligte dieser Gruppierung jetzt nach dem Schuldigen suchen, nach dem Verbleib dieser Ware. Was würdest du mit 700 Kilogramm Cannabis machen? Schönen guten Abend, Balti. Danke, Balti. Danke, Mr. Private Joker. Danke, Mr. Azariel nochmal für den frischen Sub. Herzlich willkommen. Wir rauchen? Na, komm mal, Chat. 700 Kilogramm. Wir reden über einen Schätzwert von 1,5 Millionen Euro. 1,5 Millionen Euro. Noch andere Dinge, die uns umtreiben, nämlich Schussabgaben in Köln und auch in Hürth, die eher dem Rocker-Milieu zuzuordnen sind. Aber das alles trifft uns jetzt parallel. Die Auseinandersetzungen fordern die Ermittlungsbehörden.
Offenbar bereiten sich auch Hells Angels und Bandidos auf die neue Zeit vor. Eine Zeit, in der sogar Sprengsätze wie hier in Köln explodieren. Im Roten Kreis der bis heute nicht gefasste Bombenleger. Ein zufällig anwesender Hausmeister, der die Mülltonnen rausstellen will, wird verletzt. Bro, ja, der Krit schiebt übertrieben Panik. Wir sind ja leid geprüft in Köln, auch im Bereich der organisierten Kriminalität, aber diese Art der Kriminalität, Forderungen durchzusetzen mit Gewalt, mit Folterungen, mit Explosionen vor Haustüren, ist ja sicherlich auch hier für uns ein absolutes Novum. Seit Jahren werden die Niederlande von Auseinandersetzungen im Milieu heimgesucht. Multiethnische Strukturen der organisierten Kriminalität kämpfen um die Vorherrschaft im Handel mit Betäubungsmitteln. Als Ermittler diese Lagerhalle einer holländischen Bande stürmen, entdecken sie 7 Schiffscontainer. Sie illustrieren, wie brutal der Kampf um Absatzmärkte wird. Ein Container ist umgebaut zur Folterkammer. Mit Zahnarztstuhl und Instrumenten wie Gartenschere. Bro. Stell dir vor, du bist ja gefesselt. Eieiei. Einer Säge, Skalpellen und Zangen. Jo, Alter, und irgendjemand zieht dir die Zähne mit einer Kombizange oder so. Bro, Alter. Das ist heftig, Chat, das ist wirklich heftig. 6 weitere Schiffscontainer sollten als Gefängniszellen genutzt werden. Okay. Es gibt halt einen neuen Mitspieler, das ist die Mokromafia, mit öffentlichkeitswirksamen Das ist tatsächlich die Realität, Chat, ne? Ich hab auch so die Ansicht, so, man kann irgendwie alles bereden, man kann mit allen Leuten reden, aber es gibt so manche Leute, Chat, mit denen kannst du nicht reden. So, für die, keine Ahnung, die nehmen einen Stock und hauen dir den ein paar Mal auf den Kopf und du bist tot und dann ist das Problem gelöst, so. Die sind eiskalt, Chat. Das ist wie wilde Tiere im Tierreich, so. Keine Ahnung, wie Raubtiere im Tierreich. So eine Katze tötet auch aus Spaß, Chat, wisst ihr? Weil sie besser ist als die Maus. Ich bin stärker und dann spielst du mit der Maus noch ein bisschen. Das ist echt eiskalt, Chat, die Realität da draußen. Schlägen mit Foltervideos. Das macht es natürlich noch schwieriger für andere OK-Strukturen. Die Makromafia ist stark aufgestellt. Dementsprechend müssen sie natürlich aufpassen, dass sie ihr Territorium verteidigen können und schließen sich lieber zusammen und halten gegen eventuell stärkeren, potenziell stärkeren Feind, als da jetzt gesplittert einzeln gegeneinander zu kämpfen. Feind. Dazu kommt, von der alten Macht der Bandidos in NRW ist kaum was geblieben. Am Rand von Gelsenkirchen das verlassene Clubhaus der Gang. Seit 3 Jahren... In Gelsenkirchen? Das habe ich ja nicht erwartet, dass da ein Rockerclub ist. Von der Polizei fest. Wer hier glaubt, stirbt. What the fuck, Alter? Jungs, Alter. Das ist ernst, okay? Heilige Scheiße, Alter. Polizei versiegelt. Einst agierten von hier aus die Bandidos Central. Der Club war Keim- und Kernzelle der Bandidos Deutschland. Nachdem 2009 das Mitglied Ashley Elton von einem Hells Angel erschossen worden war, bauten seine Brüder in Crime einen Schrein für seine Harley. Ganz kurz, Jungs. Von einem Hells Angel. Das sieht übrigens aus wie so ein Schützengraben hier oben. Wisst ihr, ich meine, wie so ein Schützenturm oder so. Da ist sogar ein bisschen Camouflage dran, so. Der Wachturm oder sowas. Spiegel TV interviewte damals Peter Maciolek zusammen mit Les Hause, Ikonen der Szene. Ja, ich bin 27 Jahre jetzt dabei und wir sind so aufgewachsen in Banden früher. Früher hatten die Familien alle 5 bis 10 Kinder und dann ist man so aufgewachsen. Und dann, die meisten kenne ich auch schon 20, 25 Jahre. Ne? Und dann ist das so gemacht, dann ist man so reingekommen in die Geschichte. Dann hat man sich ein Motorrad gekauft, früher hat man ein bisschen auf dicke Hose gemacht. Dann kam man da war man drin und kam man nicht mehr raus. Vor 3 Jahren ist der Club verboten worden. Du schreibst, zum Glück bist du in Österreich. Ich verrate dir jetzt mal was, okay, Bro? All die ganze Scheiße, die in Amerika passiert oder die da irgendwie trendet oder so, sickert irgendwann nach Deutschland, okay? Und ob du es warm willst oder nicht, von Deutschland sickert die Scheiße nach Österreich. Mit anderen Worten, egal, ob du aus Österreich jetzt kommst, und du vielleicht Ruhe hast oder so, irgendwann sickert der Dreck zu euch rüber, Jungs. What up? Viele machten. Das ist keine Drohung übrigens, Chad, okay? Das ist nur so aus meinem Arsch geredet. Heimlich weiter.
um zu verstehen, warum der aktuelle Übertritt von rund 100 Mitgliedern der Bandidos so überraschend ist, lohnt ein Blick in die Vergangenheit mit einem veritablen Rockerkrieg zwischen Bandidos und Hells Angels, mit Toten auf beiden Seiten. Im Mai 2007... Ist quasi Amerika, Deutschland, Österreich, Schweiz und dann kommt es irgendwie an Liechtenstein oder so, all diese anderen kleinen Flecke. ...wird der Hells Angel Robert König in seiner Motorradwerkstatt von Bandidos erschossen. Erschossen? Der Prozess Monate später findet unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Ein massives Polizeiaufgebot soll die beiden verfeindeten Gangs in Schach halten. Könntest du uns mal vielleicht grundsätzlich erklären, warum sich Bandidos und Hells Angels nicht mögen? Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Hells Angels in Deutschland zuerst waren. Und, das sagt er als Bandidos-Chef. Nicht unbedingt Bandidos in Deutschland haben wollen. Die Täter werden zu lebenslanger Haft verurteilt. 2 Jahre später. Im Juni 2009 verfolgen Bandidos auf einer Landstraße bei Berlin eine Truppe Hells Angels. Bilder aus der Ermittlungsakte. Die Hells Angels haben keine Chance. Einem wird fast ein Bein abgetrennt. Ein anderer hat ein Messer im Rücken. Heilige Scheiße. Vor allem in Berlin eskaliert die Gewalt. Im August 2009 stirbt kurz vor Mitternacht Michael Bartelt. Er wollte von den Hells Angels zu den Bandidos wechseln. Damals noch ein absolutes No-Go. Der Mord an Bartelt, hier mit blauem Hemd inmitten seiner Hells Angels-Freunde, ist bis heute... Ja, und mit so einer Hose aus, keine Ahnung, 1990. ...ungesühnt. Sind wir jetzt? Auch im Ruhrgebiet gibt es damals schwere Auseinandersetzungen im Milieu. So wie im Oktober 2009. Tatort Duisburg. In der Charlottenstraße... Chat, ich kann euch aber wirklich sagen, ne, Duisburg ist wirklich nicht schön, Alter. Duisburg war noch nie schön und wird nie schön sein, Mann. Duisburg ist wie so ein Schandfleck, Mann. Nur, falls du da herkommst, das tut mir echt leid, das ist wirklich nicht schön, ne? Da steht ein gelb-rot gestrichenes Haus, das damalige Clubheim. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite treffen in der Nacht ein Bandido und ein Hells Angel aufeinander. Der 32-jährige Ashley Elton von den Bandidos erspäht den verhassten Timur Akbulut. Auf diesen Bildern ist zu sehen, wie Ashley auf den Kontrahenten zugeht. Und dann? Dann fallen Schüsse und Ashley stirbt. What? Vor der Spiegel-TV-Kamera äußert sich damals Les Hause zu dem Tod seines Freundes. Ich konnte einfach nicht glauben. Ich habe einen Anruf bekommen. Ich bin sofort runter. Ich konnte einfach nicht glauben. Ich dachte, das wäre ein schlechter Scherz. Dann haben wir nur gehört, dass er im Krankenhaus ist. Und dann haben wir noch gewartet. Und dann kam der Anruf, dass er tot ist. Da haben wir eine totale Leere gehabt. Die Beerdigung wird zum Hochamt für die Bandidos-Seele. Der Tag stiftet Identität und stärkt den Zusammenhalt. Auf dem Sarg von Ashley Elton liegt die Clubfahne, wie bei einem gefallenen Soldaten. Peter Maciolek, hier mit schwarzer Kapuze, läuft an der Spitze der Outlaw-Prozession. Hinter ihm sein bester Freund Les Hause. 15 Jahre nach diesen Bildern verlassen sie die Bandidos im Zorn. Gerüchteweise ist Les Hause zu den Hells Angels gewechselt. Der Schütze Akbulut ist damals ein ständiger Provokateur. Hier posiert er in Duisburg vor dem Vereinsheim seiner Gegner. Das Foto landet später im Internet. Danke, danke, Schiebaldi. TV, danke für den Support, Akbulut, Jungs. Der mittlerweile im Ausland lebt, damals im Knast interviewen. Es ist vielleicht schade, dass eine Mutter ihren Sohn verloren hat, aber lieber soll seine Mutter weinen als meine, verstehen Sie? Ich hab halt das Recht, mich zu verteidigen, egal was die Justiz oder die Polizei sagt. Die Fehde zwischen den Gangs ist eine Geschichte von ständigem Verrat und geheuchelter Treue. Bei der Beerdigung von Ashley Elton taucht auch der Berliner Kadir Padir auf, damals der brutalste Bandido im ganzen Land. Es gibt Bilder von einer Tankstelle in Gelsenkirchen. Darauf ist zu sehen, wie er seinem Boss Peter Maciolek eine Hells Angels-Kutte in einer Tüte überreicht. Brutal geraubt in der Hauptstadt. Kurze Zeit später wechselt Kadir Padir zu den Hells Angels. Die Höllenengel sollen ihn mit viel Geld auf ihre Seite geholt haben. Die haben quasi einen Mitarbeiter abgeworben? Die Biker-Gang verletzt sogar ihre Rules, ihre Regeln, um den Feind aufzunehmen. So groß ist die Angst vor ihm. Okay. Ich meine, ich konnte ihn gut leiden, aber...
Er soll da glücklich werden und fertig. Aber ich glaube, er wird da nicht glücklich. Aber das ist eine andere Sache. Es ist nicht der letzte Verrat. In Krefeld wechseln Dutzende Hüte, so der Szenename der Bandidos, zu den Hells Angels. Das dortige Oberhaupt Christian Müller, Spitzname Müll, kostet seinen Triumph bei einer Pressekonferenz aus. Mit viel Nikotin und noch mehr Pathos. Wow, 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 Moment, shit. Ist es okay, dass du sowas gucken? Oder ist das hier, ist das quasi, habt ihr was dagegen? Ich finde das interessant, shit. Ich würde das auch gerne weitergucken. Verstehe mich nicht falsch, wenn ich jetzt die ganze Zeit solche Videos angucken, aber ich finde das eigentlich interessant, shit. Das ist wie so eine Parallelgesellschaft, wisst ihr, was ich meine? Ich meine, das ist eine Spiegel-TV-Doku, ja. Ich meine nur, shit, wenn das zu heftig für euch ist oder so, dann schaltet kurz ab oder so und kommt gleich wieder rein. Das meine ich nur. Okay? Ich traue euch das aber allen zu. Ihr seid alles erwachsene Menschen, richtig? Plus außer dieser eine, der 14 ist und mir jedes Mal zuguckt, Bro. Okay, weiter. Bei uns finden sie genau das, was sie suchen. Bruderschaft, Treue, einer für alle, alle für einen. Ja. Ich muss zugeben, der sieht auch schon aus wie so ein Chef mit dem Tattoo. Also, heiliger Scheiße. Eine Familie bei uns. Die Überläufer hatten sicherlich noch andere Motive. Die Hells Angels sind mächtiger und besser strukturiert. Das Real Madrid der Unterwelt. Man hat immer das Gefühl gehabt, auch in Deutschland, dass der Hells Angels MC letztendlich derjenige ist, der durch diese festen Regeln, durch die weltweite Vernetzung, durch die damals schon Globalisierung die Möglichkeit hat, weltweit zu agieren, das auch getan hat und damit eigentlich einen Nimbus bekommen hat, der ihn bis heute irgendwo umgibt. Wahrscheinlich sind Rocker-Gangs wie die Bandidos nicht mehr zeitgemäß. Zu klein und zu schwach, um im kriminellen Milieu zu bestehen. Dazu der Druck des Staates, der nicht locker lässt, sich aber auch auf die nächsten Player wie Clans und Mokromafia einstellen muss. Hey, wow. Das ist eine richtig gute Nachricht im Chat.